Nach einer kurzen Schnitzelpause sind wir wieder da. Nicht ganz pünktlich, aber wir haben keine Tore verpasst. Arminia Bielefeld gegen Leipzig und da sind wir pünktlich im ersten Tor da. Es ist wieder ein Torwarttor und zwar sein zweites im Turnier. Jan Fausewee. Er brachte schon im ersten Spiel die Armin in Führung und schafft es wieder. Lief ja sehr unglücklich für Bielefeld im ersten Spiel. Verloren 1:3 gegen Arminia Bielefeld, den Hamburger SV. Jetzt der nächste Angriff der Armin. Hat nicht rübergekriegt den Ball. Leipzig verlor ebenfalls 1:4 gegen VfB Stuttgart. Das ist also das Null-Punkte-Duell. Bielefeld als Landessligist. Natürlich ein Außenseiter hier gegen den Titelverteidiger. Aber haben sie gut verkauft bisher. Und dann der Ausgleich. 1:1. Jakob Runer mit dem Treffer. Er ist Nationalspieler, ist gerade am Sonntag zurückgekehrt aus La Manga aus Spanien im Trainingslager der U16. Schiedsrichter der Partie übrigens Christian Westermann vom FC Lübbecke. Es bleibt dabei bisher sehr, sehr starke Schiedsrichterleistung am heutigen Samstag. Schussversuch, aber der Ball geht daneben. Ich habe es eben angedeutet, die Bielefelder in der Landesliga aktiv, dort Tabellenvierter. 19 Punkte aus 11 Spielen haben sie gesammelt. Sie haben die schwächste Defensive der Top 4 in der Liga, 21 Gegentore. Die zweitschlechteste oder zweitschwächste Mannschaft in diesem Bereich ist bei 11, also 10 Gegentore mehr in 11 Spielen. So ein bisschen der Grund, warum es da nicht für ganz oben reicht. 7 Punkte Rückstand hat man auf den Tabellenführer. Rot-Weiß ein. Dazu muss man sagen, es ist deren U17. Von der U16 dann doch ein respektables Ergebnis. Das ist eine große Möglichkeit. Das war eine tolle Fußabwehr von Jan Fausewee. Hat im ersten Spiel schon gute Paraden gezeigt. Sicherlich eines der auffälligsten Torhüter bisher im Turnierverlauf. Hätte man auf Bielefelder Seite gern Freistoß gehabt, aber die Entscheidung absolut korrekt. Ja, Leipzig. Wir haben Arminia Tabellenvierter, allerdings in der Regionalliga. Wir sind da die beste U16-Mannschaft, denn die drei Teams vor Leipzig sind alles Teams der U17 aus Chemnitz, Cottbus und Jena. Leipzig stellt in der Regionalliga die beste Offensive, hat 41 Tore in 15 Spielen erzielt. Starke Quote. Leipzig stellt im U16-Bereich den größten Block an Nationalspielern bei der U16. 4 Stück. Mit dabei sind Oliver Bias und Jakob Runa. Oliver Bias im ersten Spiel schon auffällig, Nummer 13. Und, auch Jakob Runa schon in Erscheinung getreten, die Nummer 12, der Leipziger.
die natürlich den Ehrgeiz haben, hier mit der zweiten Turnierteilnahme den zweiten Erfolg einzufahren. Das wäre schon Brett. Ist auch ein Duell. Immer noch Turnier Neuling gegen Turnier Dino. 17 Teilnahmen für die Bielefelder. Viermal stand man insgesamt im Endspiel. Zweimal konnte man den Freeway Cup gewinnen. Diese beiden Siege allerdings schon gefühlte Ewigkeit. Ja. Im Jahr 2000 und im Jahr 2002 gelang es Arminia Bielefeld, hier den Cup zu holen. Das waren natürlich noch ganz andere Zeiten. Stichwort Erstliga-Fußball, auch für die erste Mannschaft. So, wenn Leipzig jetzt schnell spielt, haben sie eine Überzahlsituation. Können auf 3 gegen 2 aufgehen. Gutes Tempo-Dribbling. War dann aber ungenau zurechtgelegt. Freistoß. Leipzig. Also Bielefeld hält hier mit. Wie schon im ersten Spiel gegen die Hamburger, wo man sehr spät das Spiel noch verloren hatte. Jetzt hat man wieder eine tolle Leistung gegen Leipzig. Ist total auf Augenhöhe. Trainer der Leipziger ist noch eine interessante Persönlichkeit, Aloša Spilewski. Ist noch ein recht junger Trainer. Ein ganz großes Talent. Musste selber wegen drei Bandscheibenvorfällen seine aktive Karriere ganz, ganz früh beenden. Spielte 2005 für Weißrussland noch die U17-EM. Und sorgte unter anderem für ein bisschen Aufregung. Weil die Leitung der Jugendabteilung an zwei ehemalige Verantwortliche des VfB Stuttgart überging. Und Spilewski einer von mehreren Trainern bzw. Spielern waren, die den Wechsel von Leipzig, von Stuttgart nach Leipzig unternahm. Spilewski trainierte ein paar andere Mannschaften und in diesem Jahr gab man ihm die Verantwortung für die U16 und ist mit seiner Arbeit da auch sehr zufrieden. Leipziger Jahr. Amtierender Meister der Regionalliga, letzte Saison. Gewann man die Liga. Gute Möglichkeit hier für Malik Talabidi. Nächster Schussversuch und jetzt im zweiten. Talabidi zur Führung. Für Rasenball von Leipzig. Richtig hier. Sie kommen. Das wäre sonst richtig gefährlich geworden. Aufgebaut, Bielefeld. Klassischen 2-2-System. Es ist momentan nicht so druckvoll, um die Leipziger richtig in die Bredouille zu bringen.
aufgepasst. Jetzt will er mal die Chance in Überzahl. Wenn sie den Ball kontrolliert bekommen, ja, war schwer. Bisschen Pech auch dabei. Hier der Ball gegen die Bande. Wieder gut umgeschaltet von Shahan Tain. Jetzt Kevin Klaas. Dazwischen. Aber jetzt der Nationalspieler. Und das war eine tolle Parade von VSW nach dem Abschluss von Oliver Bias. Der ja auch in der Liga. Mit 6 Treffern aktiv. Die Kollege Jakobuna mit 2 Treffern mehr in der Liga. Zweitbeste Torschütze der Leipziger. Der beste Dennis. Bukowski. Heute nicht dabei. Leipzig stellt auf 3-1. Und es läuft ähnlich wie im ersten Spiel der Bielefelder. Man hält gut mit. Man führt. Und dann liegt man 1-3 hin. 1-1 für Leipzig. Erneut Torschütze mit der Nummer 2. Manu Talabi. Noch 1,5 Minuten. Jetzt die Möglichkeit. Vielleicht. Und das war schön abgeschlossen von Samuel Höas. Der Ball gewinnt jetzt wieder. Okanitskara. Gegen Matthias Heiland. Wieder Heiland dabei. Starter Ball gespielt. Stall gelegt und wieder gute Parade. Abschluss von Karl Ferrigo. Parade. Von VSW. Nächster guter Abschluss. Und wieder gute Parade. Schön gespielt und eine starke Parade von Jan Eirich im Tor der Leipziger. War schnell unten. Abwurf. Ein Stück zu weit über das Spielfeld. Luft ist noch ein bisschen raus aus der Partie. Zum guten Beginn. Leipzig weiß, sie führen 3-1. Bielefeld versucht, aber die Zuschauer fehlt auch. Jetzt nochmal. Aber wieder eine starke Parade. Nachschuss an die Außenbande. Also ein bisschen mehr Abschlussglück. Vielleicht jetzt nochmal, aber dann auch verzogen. Samuel Oers. Das hätte nochmal richtig für Spannung gesorgt hier. So wird Leipzig den ersten Sieg im Turnierverlauf einfahren. Bielefeld bleibt auch im zweiten Spiel bei 0 Punkten. Verkauft sich aber nach wie vor teuer und auf sie sollte man für morgen auf keinen Fall abschreiben. Ich bin sehr gespannt drauf. Okay. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Freistoß. Wir haben wieder Bielefeld. Jetzt ist vorbei. Glückwunsch nach Leipzig.
melden uns gleich wieder mit dem Spiel